Hey ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode, wie immer in 21 zu 9. Und wir sind gerade dabei, das kann ich euch ja mal hier zeigen. Diese Dinger, wir haben in den letzten paar Episoden damit verbracht, so bestimmte Ersatzteile zu finden aus dem Altertum. Oder zumindest irgendwas Ersatzmäßiges. Und wir haben schon angefangen, die Datensammlung zu starten. Eins bereits bestanden, nachdem ich zweimal gefailt habe. Da geht es darum, wenn wir die anderen drei auch machen, dass die Dinger dann neu kalibriert werden und wir dann im Praxistest dann scheinbar prüfen können, ob es wirklich funktioniert. Denn wir haben einen Gegner entdeckt, der nach dem Besiegen sich sofort wiederbeleben kann, was ungewöhnlich ist. Und sind gerade dabei, das zu erforschen. Und falls ihr die Folgen selber nochmal schauen wollt, müsst ihr einfach nur oben rechts auf das i-Symbol klicken. Dann kommt ihr nämlich auf die Plays von Genshin Impact von mir. Es waren halt, wie gesagt, die letzten vier Folgen oder so um den Dreh. Also. So seid ihr dann auf jeden Fall auf den aktuellsten startend. Ah, das sieht man da oben wieder. So, dann gleiten wir mal dahin. Hier sieht man so drei Statuen, die müssen halt aufgeladen werden. Die müssen alle drei vollgeladen werden innerhalb eines Zeits. Also so ein Zeitlimit. So. Das war auch unter anderem Grund, warum ich im letzten Mal ein bisschen verkackt habe mit den Episoden hier, mit diesen Dings, mit dieser Herausforderung. Und ja, jetzt wissen wir, wie es ja genauer geht, wie wir das am besten anstellen sollen. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie viel Versuche ich brauchen werde. Ja, die Kisten sind diesmal. Ich wollte nämlich gerade voll drauf landen. Zack. Nehmen wir Lisa dafür, weil die Gegner kommen nicht sofort. Zack. Zack. Ja. Zack. Zack. Wo sind die Gegner? Da kommen die Gegner. Zack. Wenn du sich wirbelst, kann ich auch wirbeln. Naja. Das Blöde ist ja, die haben die Puppe zu schnell weggehauen. Oh. Na, okay. Ach, gib mir deine Bolzenspitzen. Ach, ich glaube, die droppen leider nichts bei solchen Missionen. Weil Bolzenspitzen brauchen wir auch ein paar. Mittlerweile auch gute Bolzenspitzen. Na komm, ich will den Gegner schneller besiegt haben als eben. Ach, was halt eben. In der letzten Episode. Zack. Zack. Machen wir es so. Ja. Ach, die Bombe ist gedroppt. Habe ich dich gesehen, um ehrlich zu sein. Noch 1 Minute 50, wir sind zu langsam. Ich meine, in der letzten Episode habe ich schon den ersten fertig gehabt. Ja, tatsächlich. Gut, andere Gegner. Ja. Zack. Ich musste gerade aufpassen, wie ich meine Mauer ziehe. Ulti. Einmal Lisa, sie sollte auch mal die Dinger nochmal aufladen. Zack, zack. Zack. Vielleicht ist es besser, Emma genau hier hinzusetzen. Zack. 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 Ist eigentlich schon zerstört, oder? Nee, ist Fortschritt. Ah, ich dachte, Emma macht lieber den anderen weg. Aber gut, es kommen neue Gegner. Kleine Problem für uns. Machen wir es vielleicht mal so. Fällt mir gerade auf. Eigentlich kann man diese Mauer gezielt nutzen, dass sie halt nichts hinwerfen, aber 97%, 98%, 100%. Und weg mit dir. Ach ja, stimmt. Geht ja nicht so gut. Ach, wohin, Kaya? Ach so, ich muss laden. Ich muss mich beeilen mit dem Laden. Ich muss mich beeilen. So. Zählt das auch als Laden? 20 Sekunden. Ah, ich glaube, wir sind zu langsam. Das reicht nicht, das reicht nicht. 75%, 13 Sekunden. Nein, nein, ich glaube, der braucht 1% pro Sekunde. Egal, dann können wir die Ultis ready machen, schnell. Ich hatte sogar richtig gerechnet. 87%. Ja, ja. 1 Prozentpunkt pro Sekunde. Ja, okay.
Ich überlege gerade, welche Gegner waren am einfachsten? Die, das waren die Typen. Da kommen die fetten Viecher, hier kommen die fetten Viecher. Dann würde ich mal fast sagen, Lisa. Gut, dass ich von Anfang an schon das gemacht habe. Schade, dass ich jetzt zwei Hits brauche dafür. Ihr kommt also hier wieder zuerst. Halt! Ach, ich dachte, ich bin außerhalb der Reichweite davon. Das Problem ist das Auto-Aim. Die zielen immer hier hin. Oder hier die Puppe zum Ablenken. Zack, 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 zack. Ich muss aber ein paar besiegen. Sonst hat das Ding kein Leben mehr, bevor es aufgeladen ist. Die Puppe ist ja weg. Uiuiui, der kann so komische Kugeln werfen, die Schaden machen. Zack. Und hopp. Hier die Puppe. Machen wir die Ulti, auch wenn das vielleicht gar keine so gute Idee ist. Wie viel Prozent hat das? Ich sollte mal währenddessen das hier machen. Nein, 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 nein. Achso, okay. Das war alles richtig gewesen. Zack. Hier, die Fernkämpfer sind, die gehen mir ein bisschen mehr auf den Nerv. Minute 30. Ich glaube, wir haben ein paar Prozentpunkte mehr als beim letzten Mal. Zack, 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 zack. Achso, der ist schon weg. Zack. Oh, der hat das voll gedodged. Zack. Zack. Irgendwas wird gleich ready sein. Bleib stehen. Zack. Und hier die Puppe, Alter. Die, irgendwie ignorieren sie die Puppe so ein bisschen, hab ich einen Eindruck. Ey, aus. Das haben wir jetzt auch ready. Ist das der hier? Nee, das ist der nicht. Der ist es. Das wird knapp. Das wird, glaube ich. Ich glaube, das ist schon wieder verloren. Ich habe das zu spät gesehen oben, dass der eine schon komplett fertig geladen ist. Ah, das ist ein bisschen tückisch, weil darauf achte ich nicht so, weil ich voll fokussiert bin auf den Kampf. Vor allem das Problem, was noch dazu kommt, ich rede ja die ganze Zeit mit euch. Da ist der Fokus sowieso ein bisschen was bei mir. Oh, ich mache doch ein bisschen mehr Schaden. Weißt du, wenn das ganz voll ist und ich hitte das die ganze Zeit, dass ich den schnell aufladen kann? Weil das sieht stark danach aus, wenn ich das hitte. Ja, er lädt sich ein bisschen schneller auf. So. Easy. Nein. Okay, wie sieht's mit Leben aus? Sie haben zwar alle voll, aber gut. Ich wollte alt halten. So, das. Genau. Ich habe mich gewundert. Ich habe da drauf geklickt, nichts passiert. Machen wir das hier. Also, da muss ich dafür hier klicken. Teleportieren wir uns dorthin. Wir sind ja eh voll vom Leben her. So, ich würde gerne mal was auf Anhieb schaffen. Ich habe mir nur gerade überlegt, ob es nicht Sinn macht, hier was zu essen. Bisschen angriffsverstärkend. Weil dieser Bereich ist ein bisschen blöd. Allerdings mit Wasser. Das heißt, sowohl Lisa als auch Kea haben hier einen guten Vorteil. Nur ich sehe gerade den zweiten Turm, den dritten Turm nicht. Weil die zwei kriege ich hin. Aber der dritte? Oder kommen jetzt beide gleichzeitig? Achso, da ist der. Das könnte interessant werden. Wie mache ich das am sinnvollsten? Ich mache das hintere zuerst, dann hier und dann hier. Ich schätze, das wird am längsten dauern bei denen hier. Ich check das manchmal nicht. Manchmal lädt es, manchmal halt nicht. Es fängt da oben an, okay. Machen wir es so. Ich versuche die mal ein bisschen Richtung Wasser hier zu stoßen.
Zack, zack. Machen wir mit Lisa, weil wenn das eben auch so funktioniert. Ich muss halt nur aufpassen. Zack. Einfach drauf. Die Ulti behalte ich vielleicht doch für den nächsten. Hier die Puppe. Mit der Ulti meinte ich auch übrigens Lisas Ulti. Ich muss nur aufpassen, die anderen gehen langsam aus. Ich will Lisas Ulti nicht einsetzen so früh. Zack. Zack. Okay. Einmal noch hitten. So, jetzt mit euch. Das sollte jetzt ein bisschen besser laufen. Zack, zack. Okay, hier kann man lassen zurzeit, weil wenn ich auf die andere Seite gehe und keine Ulti ready habe, dann bisschen blöd. Ich muss nur halt langsam darauf achten, dass ich vielleicht auch das andere Ding mal aktiviere. Ihr seht selbst, das geht eigentlich noch. Der eine ist zwar jetzt aus, der ist aber im Wasser. Ach, das sind Geodinger. Macht aber auch Sinn. Na komm schon, dieser soll es auch das hier hinten am besten. Und dann schnell auf die andere Seite. Zack. Ihr seid im Wasser. Jetzt geht ihr schnell, schnell. Hier, Lisa. Schön hier auf das Ding zielen. Schön hier drauf zielen. 30 Sekunden, 30% left. Ob ich es jetzt auf Anhieb kriege, wäre natürlich schnell. Ulti schon ready, das ist nice. Kann ich sie hier wieder behalten? Na, was mit euch? Ulti. Aber ich sollte mich weiter hier drauf konzentrieren. 10%, 10 Sekunden. 5. Alter, ich werde mich sowas von aufregen. Ich sehe es jetzt schon kommen. Und. Alter, du. Ah. Ernsthaft? Ernsthaft? Du bist gerade auf 100% gepflegt, oder? Mann. Ey, wieso habe ich immer so das Vergnügen mit diesen Sachen? Wisst ihr was? Ich mache das jetzt mit Essen ein bisschen. Boah, das war wirklich on top gewesen. Es war so on top, so richtig unlucky, ey. Ach, und genau deswegen müssen wir halt farmen die ganze Zeit, weil wir einfach nicht stark genug sind. Es fehlt nur so das gewisse Etwas. Ach, nee, ey. Das war wahrscheinlich am Anfang hier, wo ich zweimal wieder attackieren musste, um das Ding aufzuladen. Unter anderem. Und natürlich, weil ich nicht sofort wieder hier hingegangen bin. Aber trotzdem, ey, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Da hat echt nicht viel gefehlt. Ach. Na komm schon, zack, 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 zack. Lisa, hier. Zack, 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 zack. Hier, dir. Alle hitten. Soll ich die Ulti einsetzen? Die sind nicht so nah am Wasser eigentlich. Hier. Ah, wie hat mich das denn noch getroffen? Gut, wie sieht's aus? Ich muss mal die kurz verlassen. Wenigstens einen voll kriegen schon mal. Der ist nass. Ich bin aber ein bisschen zu weit weg. Eins ist voll, jetzt kommen die hier. Da könnte ich es mit der Ulti jetzt mal machen. Mach ich ein bisschen alles. Kann ich ein bisschen extra von allem. Und ist das auch abhängig, ob ich die Gegner besiege, dass die auch nochmal 1% extra geben. Das könnte sogar ziemlich gut sein. Ob da der ist da oben? Normalerweise sind es doch die immer die Geo-Dinger. 100% beim einen. Der zweite kriegt jetzt auch im Moment 100%.
Das, ich brauche hier mich nicht mehr drum zu kümmern. Ach, die kommt. Ey, uff, Alter. Wieso hat das länger gedauert? Zack. Ich will den fetten. Ah, ich bin gefreezed wieder. Durch mich selbst oder hat mich der andere wieder gehittet? Jetzt geht das easy irgendwie. Boah, nee, ey. Das, ich habe auch Essen eingesetzt, muss man natürlich auch sagen. Also, es kann aber nicht wahr sein, dass ich eben um. Was war das? Ein Zehntel Prozentpunkt vielleicht? Das war nicht viel. Das kann doch nicht wahr sein. So. Das ist das, was ich meine. Wir müssen noch ein bisschen fahren. Es fehlt das gewisse Extra. Weil wir hatten jetzt auch in den letzten paar Episoden ja gesehen, dass wir immer, zum Beispiel wenn Amber mit dem fallen Bogen schießt und jemand gut trifft, braucht sie 2 Hits und trotzdem hat er noch 2-3% Leben. Eigentlich, wenn man sie richtig gefarmt hat und die richtigen Artefakte geben kann, also ich müsste ja hier gucken, müsste sie eigentlich maximal 2 Hits brauchen, aber ich muss sonst immer den 3. Hit machen für den Extraschaden. Das ist so, ja. Okay, das war auch mit dem Wasser. Oder war das hier nicht die Gewitter? Müsste die Gewitterinsel sogar sein. Ach, deswegen müssen wir halt farmen, ey. Das Farmen hier und das Grinden ist hier so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Also, Genshin Impact ist da ein bisschen anders als andere Spiele. Als ich hier teleportiert bin und mich wegbewegt habe, habe ich dann für kurzen Augenblick so einen komischen Soundeffekt gehört. Ihr doch auch, oder? Das habe ich mir nicht eingebildet. Ich habe aber hier was gesehen. Andererseits werden wir vorbeigehuscht. Komm schon. Keine Ahnung. Wäre ja nicht das erste Mal, dass wir auf einmal Truhen freischalten, wenn wir lange nicht mehr dort gewesen sind. Wahrscheinlich haben wir dann irgendeinen Gegner mal besiegt oder so. Nur die Truhe ignoriert oder es kam keine Meldung oder ähnliches, aber das war echt gerade weird. Da ist wieder so ein fliegendes Blau. Wir müssen das alles mal Schritt für Schritt erkunden. Einmal jede Insel durchgehen, jeden Rätsel machen. Aber am besten dann, wenn keine Events anstehen und wir nicht viel farmen müssen. Das könnte aber noch ein bisschen dauern, aber ich habe auch nicht vor, jetzt in den nächsten 10 Folgen das Let's Play abzubrechen. Also so ist das nicht. Die sind ein bisschen weiter weg vom Wasser, aber je nachdem, wo die spawnen. Ich glaube aber, die werden alle am Strand spawnen. Deswegen überlege ich, was ist denn am sinnvollsten? Ich kann die beiden instant aktivieren. Den weit entferntesten wird Zeit kosten. Der am weitesten entfernt, der wird wahrscheinlich gleich am schwächsten. Ich glaube, die beiden kriege ich instant voll. Dass diese auf einmal mal so eine super Attacke macht. Ah, es fängt sogar hier an. Erstmal voll den Nackenklatscher kassiert. Aber ich kann ja, während ich hier Elektro einsetze. Oh, die sind nass, die sind nass, die sind nass. Na komm schon. Immer schön mal drauf hitten. Come a little closer. Blitz. Vor allem dieser sagt, come a little bit closer und da kommt er schon instant, während sie den Satz noch nicht mal beendet hatte. Okay, mal mit die Ulti hier drauf. Ach, der ist schon weg. Dim, 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 dim. Was ist... Vielleicht so machen, dass ich die Türme runterkriege, aber... Ah, ich sehe schon. Let's spark things up a little. Lädt die Ulti denn eigentlich auch auf? Okay. Das ist dann echt mit so einem kleinen Zeitlimit. Zack. Also Marei ist nicht schwer, schlecht, aber... auch nicht ohne. Ich muss halt echt oben immer drauf achten, dass ich... sie alle voll kriege. Mit dem Laden. Oh, zack. Der Samurai. Der könnte mich ein bisschen nerven. Neuer.
Welcher ist ready? Der erste. Wir sind beim zweiten, der ist aber auch fast ready. Wir müssen uns nur halt beeilen, dass wir jetzt uns auf den anderen konzentrieren. Oh. Das ging jetzt schnell. Naja, gut. Never mind. So. Wie sieht's denn hier aus? Das heißt, wir haben jetzt alle geschafft. Sonderbare Probenentnahmestellen. Drachengrad und Guyun-Türme, aber die bringen, ja, die Erfahrungskristalle ist natürlich nicht schlecht, aber davon seht ihr selbst, wir haben 646. Und Mora ist mir ehrlich gesagt nicht so, wer da, sind wir ja eh Millionäre. Also, wäre da Urgestein und würde da 40 Urgestein stehen würde, oder sogar mehr, dann würde ich es natürlich überlegen, aber wir wollen natürlich auch das hier fertig kriegen. Genau, das ist das, was ich meinte. Wenn ihr dann die Playlist schauen wollt, oben rechts auf das E-Symbol klicken, aber das habe ich schon öfters gesagt. Gegen den haben wir gefightet, mussten ein bisschen Essen investieren, der war nicht ganz so ohne. Und als wir den besiegt haben, ist er wieder auferstanden. Einfach so. Aber dabei müssen wir erstmal mit Hossin sprechen. Der befindet sich hier auf der ersten Insel. Genau, ich glaube, wir müssen uns noch ein bisschen heilen, also können wir zur Sicherheit schon mal machen. Sieht aber gut aus bei allen Charakteren. Gut, laufen wir ausnahmsweise mal hier diesen Weg entlang. Zuckerblumen. Fände es gut, wenn es hier andere Blumen geben würde. Also jetzt hier in diesem Dorf. Zuckerblumen oder Minze findet man halt überall. Nur gerade hier hätten sie vielleicht in diesem Starter, Dorf, Insel, wie auch immer, vielleicht andere Pflanzen schwerpunktmäßig machen können. Du! Dank deiner Versuchsdaten ist die endgültige Kalibrierung des Porsiner Lichtnägel abgeschlossen. Jetzt habe ich volles Vertrauen, dass sie beständig laufen werden. Indem wir die Porsiner Lichtnägel an einem Ort platzieren, der von der Eigenheit frequentiert wird, können wir ihre Energieversorgung unterbrechen. Sobald die Lichtnägel aktiviert sind, kann sich der Körper nicht mehr wiederholt selbst reparieren. Danke dir für deine Hilfe. Das Verdienst liegt nicht bei mir, sondern bei dem Wissen, das unsere Vorfahren uns hinterlassen haben und für das wir dankbar sein sollten. Ohne die Anleitung durch dieses Wissen wäre ich nicht in der Lage gewesen, einen Weg zu finden, diesen besonderen Mechanismus in irgendeiner Weise zu bändigen. Alles, was wir tun, hängt vom Wissen ab. Wissen ist die wichtigste Ressource auf dieser Welt. Das hört sich schwer zu verstehen an. Es ist nur natürlich, dass du diese grundlegendste Wahrheit nicht verstehst. Du bist schließlich nicht mit der höchsten Weisheit durchdrungen worden. Okay, das war fies. Es hat viel Arbeit gekostet, die Porsiner Lichtnägel zu reparieren, und ich habe mich eine Zeit lang ein bisschen aufgeregt. Ich habe mich ein bisschen hinreißen lassen. Wir hatten nur noch eine letzte Aufgabe vorzubereiten, nämlich nach Seirai zu fahren, um die Porsiner Lichtnägel aufzustellen. In diesem Fall kann ich leider nicht helfen. Was für ein Zufall. Nach den örtlichen Vorschriften von Inazuma dürfen sich Leute wie ich, die noch nicht einmal das Aufenthaltsverfahren abgeschlossen haben, nicht frei bewegen. Also musst du den Auftrag machen. Ich verstehe. Dann hängt es von dir ab. Ich schlage vor, dass du nichts überstürzt, nachdem die Einrichtung abgeschlossen ist, und einfach beobachtest, ob alles in Ordnung ist, bevor es mit dir spricht. Okay? Zu deiner Sicherheit sollten wir vorsichtig sein. So, das befindet sich... hier. Wir sollten auf jeden Fall aufpassen mit dem Teleportationspunkt, weil hier kam ja neu... Warte, hier sind nämlich neue Gegner. Wenn ich mich jetzt hier teleportiere, könnte es also sein, dass wir kassieren. So, lasst mich aber nochmal schauen. Genau, hier war was. Hier mittendrin so eine Insel. Also so eine... ja. So eine Dungeon, die man einmal machen kann scheinbar. Was ist das denn? Set mit zweiter erhöht den Angriff um 18%. Okay, das würde sich auch irgendwann mal lohnen. Hoffe ich, stark genug sind. Gut, da ist sonst nichts. Ah, nein, nein. Okay, was haben wir denn hier? Hier sind wir einmal gelaufen, als wir kassiert haben. Sieht richtig nice aus übrigens. Hier gibt's noch was.
Es scheint auf jeden Fall hier weiterzugehen. Das hatte ich auch mal vor ein paar Folgen gesagt. Okay, dann würde ich mal sagen, wir teleportieren uns mal dorthin. So. Zack, zack, zack. Ah, ach, hier sind diese Gegner. Die sind ja nicht so anspruchsvoll. Oben auf der Spitze müsste nichts sein. Da hatten wir ja mal geguckt. Da sind wir auch fast komplett rumgelaufen. Genau. Naja, ich würde aber trotzdem sagen, den Kampf werdet ihr erst in der nächsten Episode sehen, damit ein bisschen Zeit ist. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, weil dann müsst ihr meinen Kanal nicht immer aussuchen. Ihr könnt dann auch keine weiteren Folgen mehr verpassen und ihr unterstützt mich aktiv am besten. Folgt mir auch auf meine Social Media Kanäle. Dort poste ich Kurzclips auch von anderen Spielen, ebenfalls verlinkt. Ansonsten kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel zu beantworten. Like, Dislike und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.